Willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Viele Modelle von H2O habe ich schon vorgestellt. Heute zeige ich ein Modell, was wirklich sehr außergewöhnlich ist. H2O ist eigentlich dafür bekannt, richtig massive Taucheruhren zu produzieren und zu liefern, bei denen die Funktionalität absolut im Vordergrund steht. Hier haben wir das Modell H2O Calma 2 Racing Edition in der limitierten Ausführung. Hier steht die Farbe und natürlich auch das Racing Design im Vordergrund. Ganz vordergründig möchte ich euch auch ans Herz legen, ein kurzes Like dazulassen, hilft mir, kostet euch nichts und ist nur ein kleiner Klick. Die Uhr ist ganz offensichtlich in der Farbgestaltung des Gulf Racing Team gehalten, wie ihr hier sehen könnt, mit dem hellen Blau und dem Orange. Aber das ist nicht das Einzige, was aus meiner Sicht bei dieser Uhr wirklich heraussticht. Es ist auch, und das könnt ihr hier schon einmal angedeutet sehen, die Ziffernblattgestaltung jenseits der farblichen Aspekte mit den kleinen radialen Schliffen auf dem Ziffernblatt, die ein unglaubliches Lichtspiel neben den, das war gerade mein Hund im Hintergrund, ich hoffe, ihr habt das nicht allzu deutlich gehört, diese kleinen radialen Schliffe erlauben ein wunderschönes Lichtspiel jenseits der Farbgestaltung. Die Indizes sind aufgesetzt und die Zeiger sind schwarz lackiert und mit Leuchtmasse versehen. Diese Edition ist limitiert auf 50 Stück. Ihr könnt hier in der Mitte über dem 6 Uhr Index ein weißes Feld sehen, in dem eine 1 steht. In dieses Feld wird die individuelle Limitierungsnummer geschrieben. Bei der Bestellung könnt ihr angeben, welche Limitierungsnummer ihr gerne hättet, und dann steht auf dem Ziffernblatt eure ganz individuelle Limitierungsnummer. Es gibt diese Uhr auch in der nicht limitierten, nicht Gulf Racing Variante. Wie alle Uhren von H2O ist auch diese Uhr sehr weit individualisierbar, was Ziffernblatt, Zeiger und andere, Ziffernblatt natürlich nicht, Blödsinn, was Lünette, Zeiger und andere Sachen betrifft. Unter anderem gibt es hier eine optionale Lünette, mit der sich der Herzschlag, also der Puls, messen lässt. Finde ich ziemlich klasse. Die Uhr ist, wie alle Uhren von H2O, keine kleine Uhr. Sie hat einen Durchmesser von 42,5 mm am Gehäuse, 44 an der Lünette. Wie die meisten H2O-Uhren einen Bandanstoß von 24 mm und eine Bauhöhe von 16,5 mm bei 6000 Meter Wasserdichtigkeit, 15,6 bei 3000 und 12 mm bei der Slim-Version. Der Lug-to-Lug-Abstand beträgt, das habe ich gar nicht gemessen, das ist ja ziemlich blöde. Ich habe es gefilmt, aber nicht gemessen. Kann ich euch also nicht genau sagen, wie groß der Lug-to-Lug-Abstand ist. Ich kann euch aber sagen, die Uhr wiegt laut Hersteller 112 Gramm, mit Stahlband 236 Gramm. Auf der Vorderseite ist ein entspiegeltes Saphirglas verbaut. Die Uhr kostet, und das finde ich wirklich bemerkenswert, in der Grundversion 892,50 Euro. In der hier gezeigten Version einschließlich der skelettierten Schließe
1035,50. Verbaut ist das ETA 2824-2. Schauen wir mal, was die Uhr am Lederband gemäß meiner Waage wiegt. 148 Gramm. So, ich habe aktuell eine 41 mm Outdoor Protect am Arm und ich zeige euch natürlich auch, wie diese Uhr an meinem 17 cm Handgelenk sitzt. Ich finde es wirklich toll, wie die Farbgebung des Ziffernblattes in den Kontrastnähten des Bandes aufgenommen ist. Eine wirklich sehr farbenfrohe Sommeruhr, die 42,5 bzw. 44 mm sind mir in der Gehäuseform an meinem Arm etwas viel. In gewisser Weise schade, denn es ist eine wirklich ausgefallene Uhr, die richtig farbenfroh ist und wirklich Lust auf Sommer und Sonne macht. 50 Stück, wie gesagt, ist die Limitierung. Sie gibt es noch. Sie ist auf der Homepage von H2O immer noch verfügbar. Und die Uhr ist, wie alle Uhren, die ich von H2O gesehen habe, groß. Sie hat ein sehr präsentes Gewicht, aber sie ist auch wirklich gut verarbeitet, was ich sowohl am Gehäuse als auch am Ziffernblatt festmache. Besonders gefällt mir, und das habe ich in allen Videos erwähnt, aber ich halte das wirklich für ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest für ein herausragendes Merkmal von H2O, die große Vielfalt der Individualisierungsmöglichkeiten bei dieser Uhr. Es gibt verschiedene Lünetten, es gibt verschiedene Zeigervarianten, richtig toll, und wenn man dann noch von der limitierten Edition weggeht und sich die Standardvarianten dieser Uhr anschaut, gibt es auch Blattvarianten, wirklich sehr schön gemacht. Wie ihr hier sehen könnt, sind die Bandanstöße verschraubt, sehr schön, damit gibt es dann auch keine Kratzer und keine Probleme beim Bandwechsel. Auf der Rückseite ist ein Saphirglas verbaut und wie ihr hier sehen könnt, habe ich in dieser Variante die 3000 Meter Variante, was bedeutet, die Uhr ist 15,6 mm dick. Bei der 6000 mm Variante kommt 1 mm dazu, bei der Slim Variante fallen 3,5 mm weg. Die Krone ist verschraubt, mit einem schönen Kronenschutz versehen und dreht geschmeidig und wunderbar in das Gehäuse. Die Hörner sind lang, ihr könnt das sehen, also es ist wirklich keine Uhr für schmale Handgelenke. Das gesamte Gehäuse ist gebürstet, die Kanten sind facettiert und poliert. Insgesamt, was für mich der wirkliche Hingucker bei dieser Uhr ist, ist und bleibt aber das Ziffernblatt mit den kleinen radialen Schliffen auf dem metallisch-silbernen Ziffernblatt. Ein wirklicher Hingucker, und dieser Radialschliff auf dem Ziffernblatt nimmt das Lichtspiel des gebürsteten Gehäuses mit den facettierten Kanten wunderbar auf. Die Richtung des Schliffes auf dem Gehäuse unterstreicht noch einmal die Höhe der Uhr. Wenn der Schliff längs zur Gehäuseflanke erfolgt wäre, hätte die Uhr optisch etwas flacher und gestreckter gewirkt. Durch den senkrechten Schliff wirkt die Uhr noch einmal ein kleines bisschen höher. Die Schließe, die ihr hier sehen könnt, finde ich sehr außergewöhnlich, habe ich in der Form auch noch bei keiner anderen Uhr gesehen, mit den skelettierten Seiten, wirklich außergewöhnlich schön und sehr gut passend zu der Uhr aus meiner Sicht. Ja, das ist auch eine der Uhren, bei denen ich wahrscheinlich nicht groß mit Bändern spielen würde. Entweder kommt an die Uhr ein Stahlband oder aber das hier gezeigte Lederband, welches die Farbgebung des Gulf Racing Teams aufnimmt, hellblau oder orange. Die Uhr ist so, wie sie hier gezeigt wird und wie sie mir Clemens Hellberg aus seiner privaten Sammlung zur Verfügung gestellt hat für den Videodreh, nahezu perfekt, wenn nicht die große Größe an meinem relativ kleinen Arm wäre. Was mich interessieren würde, ist,
wie ihr generell solche Sondereditionen findet, bei denen Farbe und Design im Vordergrund stehen, nicht so sehr die Funktion der Uhr, sondern wirklich das herausragende Designelement, das Spiel mit Farben. Mich fasziniert das immer, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich diese Uhr im Alltag nicht allzu lange tragen würde, weil irgendwann, da bin ich überzeugt, würde mich die Farbe zu sehr ablenken und ich würde wieder auf etwas Zurückhaltenderes wechseln, einfach damit die Zeitanzeige und nicht das Zeitanzeigeinstrument im Vordergrund steht. Da bin ich ganz gespannt, wie ihr das seht. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Uhr wirklich gut verarbeitet. Die Keramiklünette ist sauber, ist auch mit Leuchtmasse ausgelegt. Das Nachtbild und die Leuchtmasse zeige ich euch aber später im Video noch. Auch hier hat Clemens Hellberg mit der Uhr nicht gespart und hat ein sehr schönes Nachtbild kreiert, sodass die Uhr nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht sehr gut ablesbar ist. Punkto Ablesbarkeit muss ich sagen, dass trotz der auffälligen Farbe die Uhr sehr gut ablesbar ist bei Tag und hier seht ihr, wie gut sie bei Nacht ablesbar ist. Es ist wirklich nicht mit Leuchtmasse gespart worden. Die Uhr leuchtet hell und ihr könnt auch sehen, dass die Leuchtmasse so stark leuchtet, dass sie auf das Ziffernblatt und auf den Reo ein kleines bisschen abscheint. Also ich will jetzt nicht sagen Taschenlampe, aber richtig kräftig, super ablesbar. Und auch die Lünette ist ausreichend mit Leuchtmasse belegt, sodass diese Uhr wirklich extrem gut bei Tag und ebenso gut bei Nacht ablesbar ist. Ja, das war die H2O Kalmar 2 Racing in der Limited Edition, in der 3000 Meter Variante, das heißt die in Anführungsstrichen mitteldicke Uhr, in der Grundvariante verfügbar für unter 1000 Euro, bei einer auf 50 Stück limitierten Uhr mit den Spezifikationen, wirklich nicht überteuert, wie ich finde, eine richtig tolle Uhr, macht Bock auf den Sommer und ist eine Uhr, die ich mir wahrscheinlich direkt geholt hätte, wenn sie denn an meinen Arm etwas besser passen würde. Ja, ich habe noch eine Uhr von H2O im Petto, die ich euch in den nächsten Wochen zeigen werde. Das ist dann eine etwas zurückgehaltenere Uhr, weniger mit Farbe, dafür vielleicht ein klein wenig alltagstauglicher. Diese Uhr hier ist ein Hingucker, ist wirklich etwas, mit dem man auffällt und auch auffallen möchte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob ihr den Preis gerechtfertigt findet und was ihr an der Uhr eventuell noch anders gemacht hättet. Mir persönlich ist nämlich nichts eingefallen, zumindest nicht so spontan, was ich hätte ändern wollen. Da die Frage immer wieder kommt, sage ich es gerne, der Uhrenständer, auf dem die Uhr läuft, den habe ich bei Amazon gekauft. Er ist leider nicht immer verfügbar. Ich habe einen Link in die Videobeschreibung gepackt, sodass ihr schauen könnt, ob dieser Uhrenständer gerade verfügbar ist. Falls ja und ihr bestellt, bekomme ich einen kleinen Kickback. Der Uhrenständer wird für euch dadurch nicht teurer, aber ich bekomme 1 Euro oder 1,50 Euro. Insofern, falls euch der Uhrenständer interessiert, schaut kurz unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich ihn verlinkt. Ja, in diesem Sinne, freut euch an der Uhr, freut euch an euren Uhren, freut euch an jedem Tag, genießt jeden Tag, ihr wisst nicht, was morgen ist, bleibt gesund und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.